Brust kam von hinten geflogen und kurz bevor sie hätten beinahe. Vielen herzlichen Dank, lieber Marco, dass du heute den weiten Weg hierher gekommen bist. Ich freue mich da wirklich sehr. Du bleibst da noch ein bisschen bei uns. Und ja, in 20 Jahren Hessen-Tippen ist natürlich das eine oder andere passiert, nicht nur fliegende Würste. Und wir blicken jetzt zurück auf 20 sehr, sehr schöne Jahre Hessen-Tippen. Und damit ein herzliches Willkommen. Das ist ja mal lustig. Heute aus Marburg. Das Marburger Polizei-Oldtimer-Museum. Ein schöner Ort für unseren Hessen-Tipp-Moderator. Ich habe so lange getrennt. Auch mal einsteigen oder aussteigen oder fragen wollte. Mein Gott, was für ein Auto. Aber lange nicht der Einzige. Autos mag er. Aber auch beim Kochen macht er durchaus eine gute Figur. Dennoch, die Dresden Tiere waren immer am Schmunzeln. Der Zuschauer wird im Grunde genommen 2,50 Meter hoch. Aber ist das eigentlich nicht beweisbar zu normal? In 20 Jahren gab es über 1000 Hessen-Tipp-Folgen. Das macht weit über 25.000 Sendeminuten und keine davon war langweilig. Dabei ging es ganz gemütlich los. Jetzt weiß ich, warum die Cowboys alle wohnen. Guten Abend, liebe Zuschauer, willkommen zum allerersten Hessenschau-Tipp. Ja, so fing es an. Im Studio, noch mit Konstanze Angermann. Schon bald aber ging es raus. So, dann wollen wir mal. Reinhard Schall zu Lande, zu Wasser und aus der Luft. Bei Wind und Wetter. Wenn das Wetter es zulässt, jetzt haben wir richtig tollen Regen. Schließlich muss jeden Freitag eine Sendung her, egal wie die Bedingungen vor Ort sind. Wir hatten etwa 59 Grad, können auch 63 sein. Zu herrlichen Landschaften, beliebten Volksfesten und ganz besonderen Orten überall in Hessen. Unter der Erde oder auch mal ganz weit oben. Wir sind noch über den in Europa am höchsten gelegenen Fernseh- und Radiostudios. Wir befinden uns heute am südlichsten Zipfel von Hessen. Wir sind ganz im Norden von Hessen, nördlich von Kassel, nördlich noch von Hofkreiswahn. Ach, eigentlich war er schon überall. Und vor Ort wird natürlich gern das ein oder andere ausprobiert. Solche Herausforderungen liebt unser Moderator ganz besonders. Vor allem, wenn die Redaktion mal wieder witzig sein wollte. Ich darf das natürlich jetzt auch gleich mal selber versuchen und dann mal gucken, was hier raus wird. Da bin ich aber mal gespannt. Nicht schlecht. Anderes bedurfte dann aber doch einiger Übungen. Eine gute Figur machte Reinhard Schall übrigens auch beim Wintersport. Wobei ein Highlight sicherlich die Abfahrt auf der Bobbahn im Winterberg war. Weniger schnell, genauso viel Action beim Traktorfahren in Hessenpark. Auch immer wieder schön, unsere Drehs mit Tieren. Die machen einfach, was sie wollen. Nichts ist planbar. Opa, 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 dann hat er meistens keinen Nasenwert, sondern einen Essen. Hey! Hallo, Alter. Was abgekriegt? Ja, er hatte sich mal abgestürzt. Na gut. Auch viele auf den ersten Blick ungewöhnliche Moderationsorte gab es beim Hessen-Tipp. Das Halle-Kineum in Wiesbaden. Oder das Frankfurter Filmmuseum. So machen sie es beim Spielfilm. Apropos ungewöhnliche Orte. Wellness war, sagen wir mal, die etwas andere Erfahrung beim Moderieren. Ja, ich schon so heute quasi von einer Entspannung in die nächste. Massage, Schlammpackung, das volle Verwöhnprogramm. Also es gibt nun wahrlich schlimmere Augenblicke im Leben eines Moderators, wenn ich das mal sagen darf. Ach, schlimm war es eigentlich nie. Meistens sogar ziemlich witzig. Zum Schluss aber, das sei erlaubt, wird's ein bisschen sentimental. Danke, Reinhard, für all diese wunderbaren Hessen-Tipps.